Ich zeige mal ein Beispiel von einer Sache, die kennt ihr auch aus ganz vielen anderen Sachen, aber man kann die halt auch mit H5P machen und ich finde ganz schön. Also es ist nichts Spektakuläres, was Kleines, aber damit ihr seht, dass das geht, zeige ich es euch. Es sind Multiple-Choice-Fragen, so Quiz-Fragen. Kann man hier sich angucken auf der Website, das ist h5p.org und wenn ihr da oben drauf klickt auf Examples und Downloads, dann seht ihr eine Seite mit, ja, mit vielen Sachen, die man mit H5P machen kann und ich habe gesagt, wir gucken uns jetzt mal die Quiz-Fragen an, die Multiple-Choice-Fragen. Die sind hier und dann klicke ich da drauf und dann geht das hier auf und ihr seht, das ist eine Multiple-Choice-Frage, ist nicht so spektakulär, das ist eigentlich nur, ja, das ist eine Multiple-Choice-Frage. So, was kann man machen? Offensichtlich ist hier ein Bild drüber, das man drüber setzen kann, das ist ganz schön und da gibt es halt hier die Frage. So, und ja, naiv würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, es sind Blaubeeren, nehme ich doch mal blau, klicke da drauf und gucke mir das an. Ist falsch. So, offensichtlich kann ich mir die Lösung auch angucken und ich kann es aber einfach nochmal probieren. Ich sage, vielleicht sind die dann, die heißen ja Black Currant, vielleicht sind sie schwarz. Und klicke drauf und das ist auch falsch. Und es gibt noch eine Möglichkeit, aber ich könnte mir auch erstmal die Lösung angucken. Ja, Very Dark Purple wäre doch richtig. Mache ich das nochmal. Kann man natürlich deaktivieren, wenn man das nicht haben möchte, dass man es nochmal geht. Und dann klicke ich auf Very Dark Purple und dann klicke ich drauf und ich bekomme dann meine Antwort. Also nichts Spektakuläres, aber der Vollständigkeit halber, ja, man kann auch mit H5P Multiple-Choice-Fragen machen, so Quiz-Fragen und die dann woanders mit einbetten.